Willkommen bei Appatina Do It Yourself. Heute geht es um Shellac, ein Thema, das schon mehrfach gewünscht wurde und wir kommen dem heute nach. Ein weites Feld. Also, let's talk about Shellac. Heute erzähle ich euch, was Shellac eigentlich ist, wo er herkommt und seinen Ursprung hat und wie man ihn in der Restaurierung anwendet. Shellac ist das Ausscheidungsprodukt von Blattläusen. Und zwar Blattläuse, die im ostindischen Raum, Indonesien, beheimatet sind und ganze Bäume befallen bzw. dort sogar gezüchtet werden für die Shellac-Produktion. Sie stechen die Blätter an, saugen das Harz dieser Pflanze auf und scheiden dieses Sekret dann wieder aus. Sie ummanteln sich selber und ihre Nachkommen und es gibt dann so Zentimeter dicke Schichten auf den Blättern, so dass sogar die Blätter dann absterben. Diese Äste werden dann abgebrochen und gesammelt und aus diesen gewinnt man den sogenannten Stocklack. Da sind noch Ast- oder Holzreste beinhaltet. Wenn das gesäubert wird, kriegen wir den Körnerlack und aus dem Körnerlack wird dann der Shellack produziert. Da gibt es verschiedenste Verfahren. Das eine wird durch Wärme und das andere durch Filtration erzeugt. Im Endeffekt wird der Shellack gereinigt, manchmal auch entwachst oder gebleicht. Und dadurch haben wir dann verschiedenste Farbnuancen zur Verfügung. Der Shellac in seiner ursprünglichen Form wird schon seit über 3000 Jahren verwendet. Und zwar gibt es also in Sanskrit-Schriften wird schon von Lack gesprochen. Lack heißt, soweit ich mich erinnern kann, 100.000. Wahrscheinlich Bezug nehmend darauf, dass 100.000 Läuse gebraucht werden, um ein bisschen einen Lack zusammenzubringen. Also wieder ein wirklich interessantes Produkt. Nicht nur, dass es Jahrtausende alt ist und heute noch verwendet wird, es wird auch sehr vielfältig verwendet. Also nicht nur für die Shellac-Politur, über die es dann im Endeffekt bei uns jetzt geht. Bekannt ist der Shellac vom Shellac-Platten. Die Nägel werden mit Shellac gemacht, Medikamente werden oft mit Shellac ummantelt, weil es ist auch lebensmittelecht. Der Hutmacher hat eine Shellac-Lösung verwendet, um das etwas steifer zu machen. Siegellack ist uns auch ein Begriff. Dann habe ich gelesen, dass auch im Haarspray Shellac verwendet wird. Diverse Klebstoffe werden mit Shellac gemacht, zum Beispiel für die Zigaretten. Dass sie zusammenpicken. Stoffe werden damit geklebt. In der Lebensmittelherstellung werden Überzüge gemacht, bei Zitrusfrüchten zum Beispiel, aber auch Schokoladetranchées werden mit Shellac überzogen. Was wahrscheinlich zu wenig bekannt ist, ist, dass Shellac ein hervorragender biologischer Baustoff ist. Also abgesehen davon, dass er nachwächst und gesund ist, unbedenklich ist, ökologisch wunderbar, ist er auch bestens geeignet, um Schadstoffe zu isolieren. Er wird zum Beispiel über vorhandene Lacke, die Schadstoffe nach wie vor abgeben, gelegt oder er wird bei verrauchten Wohnungen als Isolierschicht verwendet. Wir verwenden ihn auch unter Leinölschichten, um zum Beispiel Harze zurückzuhalten, die sonst durch das Leinöl durchschlagen würden. Also das Anwendungsfeld ist wirklich sehr, sehr groß. Wir konzentrieren uns heute natürlich auf die Shellac-Politur, man sagt auch Ballenpolitur oder Hochglanzpolitur, wobei Hochglanzpolitur manchmal ein bisschen zu wörtlich genommen wird, meiner Ansicht nach. Der natürliche Shellac besteht also aus dem Shellac, aber hat auch einen großen Wachsanteil. Deshalb gibt es wachshaltige und entwachste Shellacs. Das Shellac-Wachs, das gewonnen wird, ist eines der härtesten Wachse, die uns zur Verfügung stehen. Dementsprechend ist die wachshaltige Shellac-Politur natürlich ein bisschen widerstandsfähig und
Ich nehme an, dass sie ursprünglich also hauptsächlich wachshaltige Shellac-Politur verwendet wurde. Hier haben wir zum Beispiel die Farbvariante Goldorange. Das ist der wachshaltige. Das ist meistens eine viel dünnere Qualität. Man muss wissen, dass der Shellac, nachdem er eben aufbearbeitet wird, auf Platten ausgewalzt wird und dann wieder zerbrochen wird. Der wachshaltige wird sichtlich immer dünner aufgewalzt und das ist die typische Qualität von entwachsten oder wachsfreien Shellac, ist dann etwas glänzender und die quasi bessere Qualität. Man kann natürlich den wachshaltigen Shellac auch auflösen, dann löst sich auch schneller auf als der wachsfreie. Das Wachs setzt sich dann unten ab und man hat dann quasi die Wahl, ob ich nur das obere nehme als entwachsten Shellac oder ob ich es wieder aufschüttle und wieder mit Wachsanteil verwende. Es ist ein bisschen eine Geschmackssache. Wir verwenden eigentlich recht oft auch den wachshaltigen Shellac. Wir verwenden Shellac in den verschiedensten Farbvarianten. Da ist so eine Auswahl an den Shellacs, die wir in der Werkstatt verwenden. Ja, warum? Weil es gibt auch verschiedenste Holzarten. Und ich kann natürlich keinen dunklen Shellac auf eine Ahorn geben. Das würde nur dreckig ausschauen. Die Ahorn braucht dafür einen relativ entwachsten, eine Astra oder einen Dreiring-Shellac, damit er schön hell bleibt. Eine Nuss hingegen oder eine Mahagoni vertragt einen Rubin oder einen Bona. Der feuert dann die ursprüngliche Farbe des Holzes noch einmal so richtig an und gibt dem eine schöne Tiefe. Dann gibt es noch Orange und Limon. Zeitlang haben wir einen Honey gehabt, der ist leider nicht mehr zu bekommen am Markt. Der Markt ist sehr variabel, kann ich jetzt auch gleich noch dazu sagen. Auch die Preise spielen manchmal verrückt. Das hängt von der Ernte sozusagen ab und wie die Schweinebäuche, wie der Weltmarkt ist. Ja. Deshalb haben wir einmal den gleichen Shellac zu komplett anderen Preisen im Angebot. Auch die Qualität ist immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Also das ist jetzt keine standardisierte Ware. Ja, wir sprechen jetzt also von Politur. Das heißt, das Shellac ist dann aufgelöst und wir lösen in Alkohol auf. Shellac ist nur in Alkohol auflösbar, nicht wasserlöslich. Ich denke jetzt gerade nach, warum ich innehalte, weil er ist zwar nicht wasserlöslich, aber leider auch nicht wasserfest. Also ein wasserfester Lack ist es nicht. Gut, wir haben gesagt, Shellac-Politur ist dieses Produkt aufgelöst in Alkohol. Wir lösen unseren Shellac in Ethanol, ist gleich Spiritus, ist gleich Alkohol. Bitte darauf achten, dass es ein wirklich hochprozentiges Ethanol ist. Wenn der Wasseranteil zu groß ist, wie bei manchen Brennspiritussen zum Beispiel, dann wird euch die Politur vergrauen. Das Auflösen ist wirklich keine Hexerei. In einer großen Flasche setzt man ihn ungefähr 30%ig an, das heißt drei Teile Shellac, sieben Teile Ethanol. Daumen mal Pi, das ist alles nicht ganz so genau, weil man ja beim Arbeiten sowieso die Verdünnungen ändert, je nachdem, bei welchem Prozess man ist. Da kommen wir dann später drauf zurück. Insofern besser etwas konzentrierter ansetzen, verdünnen kann man nämlich immer noch. Also Shellac als Lack sozusagen kann man eben aufgelöst kaufen oder als Rohware und selber auflösen. Es gibt auch die Shellac-Stangen, mit denen man schöne fertige Oberflächen kitten kann. Die haben dann gleich diesen Shellac. Glanz wird zurzeit sehr gerne verwendet, auch für moderne Holzobjekte anstelle von Epoxidharz, weil es eben die natürlichere und ökologischere Variante ist. Also Shellac-Stangen sind voll im Trend im Moment. Das wäre sozusagen dann der Shellac für unsere Ballenpolitur oder Hochglanzpolitur. Es gibt aber auch Streichshellac, der etwas leichter zu verstreichen ist, denn das Problem beim Shellac ist, dass
der nächste Pinselstrich den vorherigen wieder aufreißt durch das enthaltene Ethanol. Shellac, wenn man ihn streicht, dann Strich neben Strich und nicht verstreichen wie einen anderen Lack, bitte. Früher gab es die sogenannten Wichspolituren, nicht lachen, die haben wirklich so geheißen, oder wir haben sie so genannt, mit denen man sehr einfach und super schnell Polituren auftragen konnte. Die Rezeptur hat wahrscheinlich Shellac, also nebst Shellac, einen Nitrolack und ein Öl beinhaltet, sodass man eben ohne weitere Zutaten zügig eine Politur auftragen konnte, ohne sich aufzuhalten mit Ölen oder Pickenbleiben oder all diesen Problematiken, auf die wir dann später noch eingehen werden. Wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Ein Ersatzprodukt wäre von Clue die Balmmattierung, mit der geht das sehr einfach. Oder das Hardtop Polish von Borma ist auch so eine Mischung. Aber ich sag's gleich, an eine Shellac-Politur kommt das sowieso nicht heran. Also es sind zwei Paar Schuhe in Wirklichkeit. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, jetzt haben wir gesprochen von der Königsklasse, die Shellac-Politur, die Ballenpolitur. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen den Shellac, wir brauchen Ethanol zum Verdünnen, wir brauchen ein Öl und ganz am Anfang brauchen wir das BIMS. Mit dem BIMS-Mehl im ersten Schritt werden die Poren geschlossen. Jedes Holz hat Poren, größere oder kleinere. So ein bisschen wie bei der Haut kann man sich das vorstellen. Die Oberfläche schaut schon glatt aus, ist gut geschliffen. Das ist übrigens immer das Allerwichtigste, dass es gut vorgeschliffen ist. Dennoch hat jedes Holz ganz kleine Löchelchen. Die Eiche hat richtig große Poren, da ist es unübersehbar. Aber eine Nuss, eine Kirsche, eine Mahagoni, die haben ganz kleine Löcher und die müssen aber gefüllt werden, damit das wirklich eine spiegelglatte Oberfläche wird, bevor man überhaupt mit dem Shellac-Aufbau beginnt. So, jetzt machen wir mal einen Schluck. Wir sagen ja auch Ballenpolitur, das kommt davon, dass wir nicht mit einem Pinsel und auch nicht mit einem einfachen Tuch auftragen, sondern wir bereiten uns einen Ballen. Der Ballen hat drinnen eine Füllung aus Schafwolle, aus einem alten Socken. Wir verkaufen diese Baumwollfliese. Es geht darum, dass es die Flüssigkeit gut aufnehmen muss und langsam wieder abgeben soll. Normale Watte würde verklumpen und nass werden und viel zu schnell wieder die Flüssigkeit abgeben. Und drumherum, so Achtung, jetzt gibt es einen Ratsch. Diese Ballen kommt dann in ein Tuch hineingeschlagen. Und wir machen uns so ein Knödelchen und das ist dann so in der Hand und passt sich immer mehr der individuellen Hand an. Wir haben dann größere und kleinere. Wir verwenden verschiedene für den BIMS-Prozess, für dunkle Politur, für helle Politur und dann am Schluss zum Auspolitieren. Jetzt haben wir es schon angestritten. Eine Shellac-Politur setzt sich aus drei Arbeitsschritten zusammen. Das Bimsen, um die Poren zu füllen. Der eigentliche Shellac-Auftrag, der in mehreren Schritten oder in mehreren Durchläufen passiert. Und am Schluss das Auspolitieren, die Abnahme von dem verwendeten Polieröl. Aber ich sage das jetzt sicherlich nicht zum letzten Mal. Shellac-Politur ist eine Kunst, eine Leidenschaft, eine Wissenschaft und jeder macht es ein bisschen anders. Ihr könnt 10 Leute fragen und jeder wird euch was anderes sagen. Vielleicht wird auch jeder glauben, dass seine Methode die richtige ist. Ich erzähle es so, wie wir es machen oder wie ich es hier in der Werkstatt mache, was ich mir in der Zeit angeeignet habe, wie ich die besten Erfahrungen gemacht habe. Aber wie gesagt, es gibt viele
Möglichkeiten, an die Sachen heranzugehen. So, das war wieder super viel Theorie. Jetzt kommt dann die Praxis. Wir werden anhand eines Schreibtisches all diese Schritte der Schellackpolitur genauer besprechen und euch auch zuschauen lassen. Also, falls ihr Lunte gerochen habt, bleibt dran, abonniert, dann werdet ihr verständigt, wenn die neuen Videos online kommen. Und eben auch in deinem Gleitmittel drinnen. Entschuldigung. Was soll ich machen?